Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 24. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Als erstes wünsche ich euch ein schönes Weihnachtszeit, erholt euch und alles, alles Liebe. Bevor ich dieses Tageshoroskop erkläre, möchte ich mein neues Angebot verkünden, eine neue Beratung. Und das könnt ihr als E-Mail-Beratung buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com oder könnt ihr das als WhatsApp-Beratung buchen. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. Und diese neue Beratung heißt Graphologie oder Handschriftanalyse. Natürlich brauche ich euren Handschrift. 3-4 Sätze aufschreiben. Der Inhalt ist egal. Wichtig ist für mich diese Handschrift, damit ich euren Charakterzüge beschreiben kann. Wenn ihr noch die Geburtsdatum auch dazu schreibt, dann kann ich das vergleichen, ob ihr im Einklang seid mit euren Persönlichkeit, mit euren Wesen oder was hat sich verändert, was drückt die Handschrift aus. Ein Unterschrift bedeutet auch etwas, aber ich möchte nicht, dass missverstanden wird oder ihr habt ein komisches Gefühl dabei, dann lasst ihr das weg. Muss nicht sein. Mir reicht auch ein paar Sätze per Handschrift und das abfotografieren und dann kann ich durch diese Handschrift euren Persönlichkeit, euren Wesen beschreiben. Natürlich könnt ihr auch für jemand anderes, aber dann brauche ich die Handschrift von anderen. Wie gesagt, die Unterschrift bedeutet auch etwas, aber das macht nur, wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt. Ansonsten lasst ihr das bitte weg. Mein Honorar beträgt für Handschriftanalyse oder Graphologie 10 Euro. Dann mein anderes Angebot, was bis 31. Dezember läuft, das ist ein Beratungsvideo und das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und Astrologie näher bringen. Das ist eine Beratung für 25 Euro, aber ich nehme das zweimal auf. Also erscheint dann zwei Videos, aber insgesamt die beide zusammen beträgt mein Honorar 25 Euro. Ihr bekommt aber zwei Aufnahmen. Einmal die Geburtshoroskopanalyse, einmal das Jahreshoroskop. Und ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und jetzt zu dem heutigen Tageshoroskop. In diesem Bild ist die vier Grundelemente: Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Zum Feuerelement gehört wieder Löwe, Schütze, wieder ist das Kardinale. Löwe ist das Fix und Schütze ist das Bewegliches. Genau ist es so aufgebaut beim Erdeelement Steinbock, Stier, Jungfrau. Luftelement ist Waage, Wassermann, Zwillinge und bei Wasserelement Krebs, Skorpion und Fischen. Sie vertreten die einzelnen Elemente. Und Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich in Tierkreis zeichnen und vermitteln auch etwas von diesen Elementen.
Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Immer die Tierkreis zeichnen, wo die Sonne befindet, ist Helios, die Sonnenwagen. Das ist wie ein Lokomotiv, das zieht die ganze Zug. Und beschreibt natürlich die wichtigsten Monatsthemen. Mond ist das große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, tickt schneller und zeigt Tagesereignisse. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, also löst etwas bei uns aus, wirkt auf unseren Alltag und bewirkt kleinere Veränderungen. Natürlich ist es auch wichtig, die Mondphasen zu betrachten, aber auch in welchem Tierkreis sich ein Mond befindet. In indischen und chinesischen Astrologie kommt noch dazu die Mondhäuser, das ist ein Mondkalender. Und hier bei westlichen Astrologie, die Einflüsse von Fixsternen löst natürlich auch etwas aus. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Steinbock. Die Monatsthema ist das, was die Steinbock vermittelt. Pflichtbewusstsein, Ernsthaftigkeit, die Erde-Element spielt auch eine Rolle. Sicherheit, Stabilität, etwas in Ordnung bringen und Ziele setzen. Steinbock setzt Ziele und egal wie schwierig dieses Weg ist, die Steinbock konzentriert auf diesem Ziel, gibt nicht auf und hat die Geduld und Ausdauer. Und diesen Monat üben wir das. Das vermittelt Sonne in Steinbock und das wirkt auf uns alle. Das ist jetzt die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Mond befindet sich in den Tierkreiszeichen Krebs. Und erreicht Mondknoten. Mond und Mondknoten hier im Krebs stehen in einer Verbindung und wirken gemeinsam. Also Mond aktiviert heute karmische Themen. Und bei Krebs befindet sich die aufsteigende Mondknoten und das ist die Suche nach unserem Schicksalsweg, die Suche im Platz unserem Leben, die Suche nach unserer Aufgabe. Und Mond vermittelt uns diese karmischen Themen für uns alle. Das trifft uns alle, mal nachdenklich zu sein, wo liegt eigentlich meine Berufung? Ist diese Partnerschaft, ist die richtige für mich? Das ist wirklich mein Ort, wo ich lebe. Und natürlich kommt die Krebsenergie dazu, Familie. Familie und eigenen Zuhause. Aber Krebs ist nicht nur unserem eigenen Zuhause, wo wir uns wohlfühlen und mal gerne zurückziehen, sondern zeigt auch unseren Gefühlen. Immerhin ist das Wasserelement unserem Inneren. Ich könnte sagen, einen inneren Tempel verspüren, wo wir dann in eine meditative Haltung zurückziehen können, weil dort finden wir unsere Seele. Und wenn wir in Verbindung sind mit unserer Seele, dann entdecken wir diese Quelle. Und diese Quelle sprudelt. Das ist unsere Intuition, unsere Träume, unsere Inspiration. Das ist Kraft und das kommt von unserem Inneren. Und wenn wir das entdecken und haben wir dieses Bewusstsein, dieses höhere Bewusstsein, dann wissen wir, dass die Seele ein Teil von der göttlichen Schöpfung ist. Wir sind sofort in Verbindung mit Gott. Und natürlich hier bei diesem Krebsenergie und bei diesem karmischen Themen, was die Mond gerade aktiviert, ist das eine weise Entscheidung, meditieren. Und diese inneren Tempel gestalten nach unserer Fantasie, was uns Ruhe gibt, ein Wohlbefinden. Ob das ein Wald ist oder eine Blumenwiese
oder ein gemütliches Wohnzimmer, jeder nach ihren Fantasie. Wichtig ist das Wohlbefinden. Und immer wieder geistig, vor unserem geistigen Auge, wie ein Tagestraum, diesen inneren Raum besuchen, weil das beruhigend wirkt. Und ich nenne das als inneren Tempel, und gerade bei Krebsenergie ist das sehr wichtig, mal in diese Richtung uns bewegen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation, und Schütze setzt es in Bewegung. Erstens, die Feuerelement ist aktiv, und Schütze ist die beweglichen Tierkreiszeichen, also wird etwas in Bewegung setzen. Schütze hat auch eine Verbindung zum Ausland, also es kann auch Gespräche, Nachricht von Ausland kommen oder eine Fremdsprache. Diese Entscheidung zum Treffen, dass wir gerade eine Fremdsprache lernen. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Für die Damen bedeutet das Wandlung. Und in die Liebe, Partnerschaft bedeutet das die Leidenschaft. Skorpion vertritt auch die Sexualität, aber auch die magische Anziehungskraft, etwas Mystisches. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, auch Wasserelement. Das bedeutet, die Männer, weil das ist eine männliche Energie, spüren ihren Gefühlen. Bedeutet auch, dass sie etwas in Fluss bringen, dass sie in diesen Vertrauen kommen, dass alles bewegt sich und sie können gerade loslassen, geschehen lassen. Und wenn sie diese Vertrauen kommen, dann bewegt sich alles nach vorne. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, natürlich bewegt sich, ja. Jupiter im Schütze bringt Chancen, Möglichkeiten, gerade für die Schützengeborenen, zeigt auch ihren Größen. Und das trifft die Schützengeborenen sehr gut, weil Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze. Also die Schützengeborenen haben einen besonderen Bezug zum Jupiter-Energie. Und Jupiter zeigt die optimistische Haltung, dann auch mit euren Größe bewusst zu sein oder die Chancen, Möglichkeiten sehen, etwas vergrößern, vermehren und Ziele setzen. Die Schütze ist eine große Abenteuerreise, hat viele Bewegung und viele Ziele, viele Ideen. Aber wenn das zu viel ist und die Schütze neigt dazu, das zum Übertreiben, das ist wieder Jupiter-Energie, vergrößert das alles, neigt zum Übertreiben, dann verlieren die Orientierung. Aber hier gibt es eine Lösung, und das zeigt die Schütze auch. Die Schütze zeigt mit diesem Pfeil in die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und da liegen unsere Wünsche. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Saturn hat auch einen Bezug zum Steinbock, weil Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock. Und dann ändern sich die persönlichen Planeten und die wirken auf unserem Alltag, also auf dieses Tageshoroskop. Dann sehen wir sofort, die Wasserelement ist betont, das weibliche, männliche, die beiden Liebesplaneten ist im Wasser. Das heißt, es kommt im Fluss oder hier kommen die Gefühle. Es ist sehr, sehr gefühlsvoll. Und das spüren auch die Männer, aber auch die Damen auch. Also hier bewegt sich etwas. Und Mond aktiviert auch karmische Themen, karmische Liebe, karmische Begegnungen. Feuerelement, Erdeelement ist auch Energie da. Es fehlt aber etwas. Wir brauchen aber ein Gleichgewicht. Und was dieses Bild zeigt auch, das ist
Ungleichgewicht, was natürlich ganz natürlich ist, weil das ist eine Wandlung. Diese kosmische Energie ist eine ständige Bewegung, das ist eine Wandlung. Das, was im Chinesischen Yi Jing beschreibt, das ist eine Wandlung. Und es gibt Momente, wo das ungleich verteilt ist und dann brauchen wir die Ausgleich. Und immer die Element ist wichtig, was fehlt, das zu betonen und so kommen wir in Harmonie mit diesen kosmischen Einflüssen. Und was fehlt, ist gerade die Luftelement. Und wenn wir im heutigen Tag darauf achten, etwas mit Leichtigkeit betrachten oder vieles loslassen und endlich aufatmen oder etwas mit Humor nehmen, etwas spielerisch gestalten, dann verspüren wir diese Leichtigkeit und so kommen wir in Harmonie und dann hilft es auch sogar bei Heilung. Jetzt kommen die äußeren Planeten. Nach Saturn kommt eigentlich Chiron. Chiron zeigt immer, wo weh tut. Und Chiron weiß, wovon er redet, weil er hat Schmerz gehabt. Auch seelisch, auch körperlich. Und Chiron ist die große Heiler, also bringt gleichzeitig eine Heilenergie. Bei dieser Chiron-Energie handelt es sich oft um Krankheiten, aber bei vielen Menschen ist das die Berufung, bedeutet aber auch eine bestimmte Situation, was uns seit längeren Zeit kränkt. Da mal Ordnung bringen. Und diese Energie befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Steht in Verbindung zum Mars. Und das kann bedeuten, bei vielen Männern, entweder, dass sie entdecken, dass die Berufung die heilerische Richtung ist, oder sie fühlen sich gerade krank, brauchen sie Heilung, oder sind sie unzufrieden mit etwas und möchten sie das bereinigen, weil das kränkt. Aber hier kommt Heilung. Dann kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder noch rückläufig. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen. Diese Rückläufigkeit kann karmische Themen bedeuten oder dass jemand kommt von Vergangenheit und kommt als Überraschung, ist auch möglich. Aber bedeutet diese Rückläufigkeit wie eine Bremse, es geht nichts voran. Gerade was wir verändern möchten, ab Januar dreht sich alles, Uranus wird direktläufig. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Neptun ist gar nicht einfach zu verstehen. Es ist eigentlich wunderbare Energie. Das ist Inspiration. Und die Künstler brauchen diesen Neptun-Einfluss. Das sind die Träume, die Visionen. Auch unsere Traumbilder entstehen auch durch Neptun-Energie, unsere Fantasie oder deine bildhafte Sprache. Es ist alles Neptun. Aber manchmal täuscht etwas vor, es ist alles so unklar, undeutlich, undurchschaubar. Das ist auch möglich. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Pluto zeigt die innere Kraft, diese Konzentration und mit dieser Kraft verspüren wir unsere Macht. Und damit können wir einiges bewältigen, aber dazu ist wichtig das Loslassen. Alles, was diese Kraft raubt. Procyon ist ein Stern in Sternbild kleinen Hund. Es gibt einen großen Hund, da ist Sirius
und ein kleiner Hund, da befindet sich Procyon. Diese beiden Hunde gehören zum Orion. Orion ist die himmlischen Jäger und das sind die beiden Jagdhunde. Procyon ist die Hauptstern bei diesem Sternbild kleinen Hund und zeigt in eine Richtung und das ist der kleine Bär. Diesem Sternbild kleinen Bär kennt jeder. Das ist der große Bär und kleinen Bär und dieser kleine Bär ist nichts anderes wie die kleinen Wagen, die große Wagen und die kleinen Wagen, die gehören zusammen. Große Wagen, kleine Wagen, das ist wie ein Einkaufswagen im Himmel und das ist sichtbar. Das ist sichtbar und im kleinen Wagen, das ist dieser kleine Bär, befindet sich die Nordpol und Nordpol dient zum Orientierung. Und dieser Stern Procyon zeigt Richtung Nordpol, Sirius auch, aber Procyon auch. Und diesem Stern Procyon bestrahlt die heutige Mondbewegung. Also Mond saugt das auf und reflektiert uns weiter, also wirkt auf unserem Alltag. Procyon wurde bei Babylonier verehrt. Das ist Nangar. Und Nangar war die rechte Hand von Marduk. Marduk ist der Himmelsgott bei Babylonier und bei Sumerer. Und es ist so ähnlich wie im klassischen griechischen Mythologie Zeus, der Himmelsgott. Und also der Himmelsgott ist Marduk und Procyon oder Nangar war der Architekt, wo die Himmel aufgebaut hat und organisiert hat, diese Konstruktion. Natürlich kann das für uns heute bedeuten, etwas organisieren, etwas in Form zu bringen. Eine Konstruktion oder ein Bauplan. Wir brauchen jetzt einen Bauplan in unserem Leben. Und dieser Procyon zeigt im Nordpol als Orientierung und das ist nichts anderes, Ziele setzen. So wie die Sonnenenergie zeigt auch im Steinbock. Ziele setzen und dann kommt alles in Bewegung. In Südamerika wurde Procyon auch verehrt, weil zeigte die Regenszeit, also das heißt Fruchtbarkeit, blüht alles auf. Die Verbindungen. Mond steht in einer sehr schönen Verbindung zu Mars und Chiron. Mond in schöner Verbindung zu Mars und Chiron, das ist eine Heilenergie und die Männer nehmen ihren Gefühlen bewusster wahr und kommen zum Vertrauen und die zeigen auch Gefühlen. Und all das, was kränkt, kommt in Heilung. Sie haben keine Lust mehr, etwas vortäuschen, vorspielen oder enttäuscht zu sein. Es kommen schon Erinnerungen, alte Erinnerungen und genau das bereinigen gerade die männlichen Personen. Merkur nähert sich zu einer Verbindung zum Venus und das ist eine schöne Verbindung, also Venus und Merkur, eine schöne Verbindung und das heißt, eine Liebesnachricht nähert sich. Saturn steht auch eine gute Verbindung zum Jupiter und diese Verbindung heißt, es kommt die Gerechtigkeit oder wir setzen ein, uns für die Gerechtigkeit und bei Saturn Energie etwas in Ordnung zu bringen. Und Jupiter, mit Jupiter in Verbindung heißt es Gerechtigkeit oder die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen und das in Form zu bringen. Und wir brauchen gerade diesen Bauplan. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Diese Mondenergie hilft alle Wasserelementen einen guten Einfluss auf Skorpion, auch zu den Tierkreiszeichen Fischen. Diese Mondenergie unterstützt die Jungfraugeborenen und auch die Stiergeborenen.
Für die Steinbockgeborenen spiegelt das etwas, weil das liegt gegenüber. Und die Steinbockgeborenen sollen in diesem Spiegel schauen, ihren Gefühlen bewusster wahrnehmen. Und hier braucht man die Ausgleich und Gleichgewicht, die inneren Gleichgewicht. Diese Mondenergie hilft, die benachbarte Tierkreiszeichen, dann kommt die Einfluss von außen, vielleicht sogar von Bekannten oder Nachbarn, das erlebt man so im Alltag. Und das sind die Löwengeborenen und Zwillingsgeborenen. Eine gewisse Unsicherheit, inneren Unruhe entsteht bei dieser Mondenergie, bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen und bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen. Und Spannung, Nervosität entsteht bei dieser Mondenergie, bei Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Waage. Aber in die Tage beruhigt sich das alles, weil Mond bewegt sich schnell und hat einen Einfluss auf unseren Alltag und es geht auch schnell vorbei. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.